Hallo und so Leute zu einem Video. The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir werden uns heute in einen Eden Run wagen. Aber nicht in einen normalen Eden Run, sondern in einen Escape the Infinite Basement Run. Oder Basement Escape, wie ich es liebevoll nenne. Wir werden auf hart spielen, wir werden ihn nehmen und jetzt das Basement rocken. Oh. Unser Plan ist es, erstmal das sofort einzusetzen. Was bist du? Rashen. Achso, okay. Okay. Unser Plan ist es, aus dem Basement zu entkommen. Wir haben ganz okay Stats, bis auf den Damage. Spinnen sind Freunde. Das ist auch super gut, das Item. Und wir sehen auch super gut aus. Sieht man so frisch und die. Das ist eine coole Katze. So, Basement, genau, ich wollte weiter erklären. So, Infinite Basement ist so gestaltet, dass man immer nach der zweiten Basement-Ebene in die erste zurückgeschmissen wird. Dementsprechend wird es halt unendlich, weil man immer wieder in der zweiten ist und dann immer wieder in die erste zurückkommt. Der Vorteil daran ist, man kriegt unendlich Items, also so lange wie man möchte. Wir versuchen es natürlich so schnell wie möglich zu lösen. Also es wäre langweilig, wenn wir jetzt einfach nur so lange machen würden, bis wir eine coole Item-Kombi haben. Wir versuchen relativ zügig durchzukommen. Und das geht nur mit einer Variante. Wir brauchen den Sacrifice Room. Wir brauchen genug Leben, um im Sacrifice Room unser Leben zu opfern. Und dann können wir... Ach, das war schon aus dem Goldraum, ne? Okay. Und dann können wir über genug Sacrifice-Stuff können wir uns direkt zu Mega-Satan teleportieren. Also ich vor die Tür, kriegen davor noch die Schlüssel und... Okay, nehmen wir. Und können dann zu Mega-Satan rein und können ihn machen. Das ist auch der Plan. Klar würde man auch mit der Lamp dann da rauskommen, aber wir versuchen uns da doch ein bisschen die spannendere Variante mit Mega-Satan zu gönnen. Erst recht, da wir vielleicht gleich eine ziemlich coole Item-Kombination bekommen. Wir werden sehen. I'm excited. Okay, das ist jetzt nicht das Genialste, was man bekommen könnte. Aua, das war auch nicht der genialste Move, den man machen könnte. Nee. Ja. Wie gesagt, wir werden versuchen, Mega-Satan zu machen. Wenn sich der Paar 50 Minuten zieht und wir haben immer noch keine coole Item-Kombi. Ja, okay, dann werde ich vielleicht sagen, ja komm, wir machen doch möglichst einfach nur The Lamp und lassen das gut sein, aber eigentlich möchte ich euch eine coole Item-Kombo zeigen und das sogar schneller als 50 Minuten. Mein Rekord für ein Basement Escape ist um einiges schneller als in Anführungsstrichen nur 60 Minuten. Wir könnten das auf jeden Fall schneller schaffen. Wir könnten auch direkt den Boss machen. Können. Wir können auch einfach nochmal zurückgehen. Wir werden hier einmal kurz The Hanged Man nutzen, einfach um ein bisschen Geld zu hamstern. Lockdown, okay. Ist ja nicht so, als hätten wir sowieso schon keinen Lack gehabt. Rein hier. Das ist ein scheiß Item. Nehmen wir das nochmal kurz auf. Und gehen wieder raus. So. Wenn ja, das aus dem Item-Pool raus ist, weil wir es hier im Endeffekt schon haben. Da wollen wir nicht rein. Eigentlich wollen wir direkt jetzt zum Boss, weil wir jetzt schon alles gesehen haben. Und das der Rest nur unnötig Zeit dauert. Okay. Das hat sich immerhin gelohnt. Nehmen wir noch mit. Und begeben uns jetzt direkt zum Boss. Aber wir wollen ein bisschen Tempo machen. Denn es könnte sein, dass wir schon so 15, 20 mal die ersten, also sagen wir 8, 9 mal vielleicht sogar die ersten Ebenen durchspielen. Vielleicht auch häufiger. Wieso laufe ich nicht mehr rum? Ist doch voll gut, wenn die da durchlaufen. Durch meine Depression. Okay. Zack. Okay. Die sind jetzt ja auch gleich Geschichte. Ja, sehr gut. Sehr gut. Gutes Item. Tier-Sub ist gut. Nur auf 6 Tier. Okay, ja. Okay, das ist natürlich schade. Ein Item wäre natürlich cooler gewesen. Okay, das Herz nehmen wir trotzdem. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt einige Herzen, um den Basement Escape zu schaffen. Ha, wenn ich richtig gut wäre,
würde ich sogar direkt riskieren. Aber bin ich das? Eigentlich sind wir ganz okay ausgerüstet. Tony. Ne, lass mal liegen. Wir wollen den. Wollen mich nicht gar nicht mal so viele normale Herzcontainer. Wir wollen blaue Herzen. Die sind ein bisschen effektiver für uns. Komm mal hier rüber. Ah, schade. Kurz mal überlegt, den da irgendwie rüber zu kicken. Ist ein bisschen dunkel. Gefällt mir ja gar nicht. Versuchen wir die Ebene auch schnell hinter uns zu bringen. Ah, na, sie juckt. So. Und wir gehen uns hier rein. Das ist gut. Acid Tears. Erstmal geht Damage rauf. Und Acid Tears können Steine, wie man gerade gesehen hat, kaputt machen. Und das wollen wir jetzt nutzen, indem wir ohne die Bombe. Genau, nur mit dem Bombenstein die Kiste öffnen. Komm. Klimatem ist es, ja, okay. Gibt Schlimmeres. Aber wir können nochmal runter die eine Kiste hinter dem Stein öffnen. Machen wir auch schnell noch. Ja. Okay, das ist schon mal eigentlich ziemlich nice. Wir haben eigentlich gar nicht mal so schlechte Item-Kombos. Nehmen wir den Schlüssel noch mit. Noch brauchen wir ein paar. Oh Gott. Das wusste ich nicht. Sack of Sex. Dann nehmen wir mit. Gibt uns Säckchen. Können jetzt sogar nach jedem Tinted Rock Ausschau halten. Wir den jetzt for free kaputt machen können. Wollen wir da noch so ein Steinchen drin haben können? Okay. So. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, wir brauchen jetzt halt einen Sacrifice Room. Da. Da. Lilhorn, okay. Der Damage ist okay. Ich hätte trotzdem ein bisschen mehr gerne. So 5, 6. Im optimalsten Fall natürlich immer 10 oder sowas. Also dauert das doch noch eine Weile. Bis wir hier Gegner kaputt kriegen. Wir sind aber erst bei 6 Minuten. Also klar, ich glaube nicht, dass ich meinen Rekord jetzt hier knacken werde. Aber ich denke mal, wir werden trotzdem keine 50 Minuten brauchen. Wobei es schon mal vorgekommen ist, weil einfach kein Sacrifice Room kam. Ja, voll auf dich drauf. So nicht, mein Freundchen. Töte dich selber. Hast du mit kaputt geht? Danke. Ja, auch die Milch wollen wir nicht. Ich dachte, wir wollen doch lieber blaue Herzen haben. Damit können wir ein bisschen entspannter spielen. Gehen wir auch wieder raus. Moment mal. 2 doppelt verschlossene Türen? Es könnte eine Bibliothek dabei sein. Wir haben 5. Ja, wir sollten es auf jeden Fall riskieren. I'm excited. Definitiv. Oh, was macht die 3 nochmal? Das weiß ich nicht. So riskant, dass es... Ach, Lockdown wollen wir definitiv nicht nutzen. Weil unser... Sowas? Infested. Okay, das wäre jetzt eine gute Pille. Aber was macht die 3? In normalen Runs hätte ich voll dafür gegangen. Ups, das wollte ich nicht. Die Bombe. Wobei die Bombe jetzt nicht ganz so wichtig ist. Maximal für die Kisten. Gehen wir rein. Ne. Ne. Nimm mal die mit. Vielleicht können wir ja durch halt gleich irgendwann. Na, nö, das wollte ich nicht. Nee, da. Bibliothek wäre halt schon... Sorry, Leute, ich muss mal zurück. Dankeschön. Oh, Lucky Kaki als Item wäre auch jetzt ein, als Trinket wäre nice. Ja. Pilze auch mal schön zerschießen. Könnte der Magic Mushroom drin sein. Das lag doch gerade noch nicht da, oder?
Bin ich so bescheuert. Okay. Wir sollen uns auf jeden Fall die Aufladung voll halten und voll machen. Okay, okay, okay. Wir brauchen Damage. Wir brauchen Devil Deal. Und wir sind aber auf Ebene 1, glaube ich, gerade, oder? Egal. Wenn wir gleich nach der Ebene sehen können. Also auf einer ungeraden Ebenenanzahl. Das würde heißen, dass wir keinen Devil Deal bekommen können. Das heißt, eigentlich, wir sind auf einer geraden, weil es wird ja online gezeigt. Okay, das heißt, wir sind auf einer geraden Anzahl. Und dementsprechend können wir einen Devil Deal bekommen oder einen Angel Deal. Angel Deal wäre sogar eigentlich noch cooler. Da sind im Endeffekt richtig starke Items drin. Da wir halt jetzt doch relativ viele Chancen haben, sie zu bekommen, wenn wir einmal die Angel Deals zu entscheiden. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wir nehmen trotzdem Devil Deal, wie es scheint. Tears up, das ist schon mal gut. Wir sind noch schneller mit den Tränen. Rapid Fire mäßig. Nehmen wir beides mit. Und gehen in die nächste Ebene. Wir haben halt relativ viele blaue Herzen. Jetzt wollen wir sogar mal ein bisschen normales Leben mitnehmen. 5, ja genau, gerade. Okay. Das ist natürlich jetzt nicht schön, aber wir sollten relativ schnell clearen können, so langsam. Wo ist denn der? Ah, komm her. Wir haben noch keine Zeit. Man sieht halt noch, dass uns trotz, dass wir jetzt schon 4 Ebenen durch haben an Items, uns immer noch einiges an Schaden fehlt. Nehmen wir mit. Die bitte nicht. Das ist okay. X-Ray können wir mit leben. Müssen wir uns nicht mehr die Mühe machen, jede Wand anzuschießen für Dings. Für Geheimräume. Ist auch nur hier, ne? Okay. Dann ab nach rechts. Und dann nehmen wir direkt den Geheimraum hier. Nehmen wir direkt die Bömpchen hier. Schießen den direkt ab. Auf den Pilz wollen wir auf jeden Fall. Theoretisch wollen wir halt Lack hochbekommen. Aber die Frage ist halt, ob wir das überhaupt nochmal irgendwann bekommen in diesem Run. Goldraum hatten wir schon. Da war X-Ray her. Das heißt, wir können direkt jetzt hier rein, ohne schlechtes Gewissen, und in die nächste Ebene auch direkt hüpfen. Wir versuchen jetzt halt wirklich Ebenen zu rushen. Viel zu machen, lustige Kombination. Vielleicht bringe ich bei Zeit nochmal einen normalen Isaac Run. Und mal schauen. Range und Tears Up. Okay, Tears Up kriegen wir schon nicht mehr. Wir kriegen schon schwarze Herzen. Okay, die stacken wir uns auch natürlich gerne. Ebene 6. Normal ist es so, dass man doch schon irgendwo bis 15, 20 kommt. Das heißt, eigentlich sind wir, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht unterwegs. Wenn wir ein bisschen Damage kriegen würden, wäre ich zufrieden. So, ein bisschen die Devil-Deal-Chance erhöhen. Ne? Jede Figur, die man mit einer Bombe tötet, erhöht die Devil-Deal-Chance. Jetzt fängt schon an, dass wir Sachen nicht einsammeln können. So, den können wir. Oh, wir können den sogar. Wir können da sogar rein. Was ist das denn? Ja, eine Kiste. Ich glaube, das ist nicht wert. So, gehen wir nach oben. Passiert. Was kriegen wir hier den Stein raus? Ah, Herz auf jeden Fall wieder mitnehmen. Naja. Bombe mitnehmen, bisschen Geld mitnehmen. Geld schadet nie. Falls wir Money equals Power bekommen, kriegen wir halt Gutes an Damage drauf. Aber das müssten wir halt erstmal bekommen. Gehen wir nach unten. Pays Reward. Okay. Wieso machen wir es die einfach dann schnell? Wir brauchen die noch nicht mal. Range up, okay. Besser als, also wenn wir sie nicht haben, definitiv. Von Pilz, okay. Wir könnten schönere haben. PhD könnte aber gut sein für Luck up, falls wir es kriegen. Das ist leider schon eine gute. Two of Diamonds.
Was könnte lecker werden? Wow. Halbes gutes Herz. So, die nehmen wir noch mit. Machen Two of Diamonds. Zack. Zack. Big Charger. So, dann. Ah, haben wir oben noch einen Geheimraum. Nehmen wir mit. Wir brauchen zwei eigentlich erstmal nicht. Wir werden sowieso verlieren. So, mal schauen, wie schnell wir. Ich bin immer noch gespannt, wie schnell wir hier durchkommen. Eigentlich soll es jetzt anfangen, dass wir eine Ebene nach der anderen rushen und einfach nur noch die Items sammeln. Und dann können wir uns irgendwann zum Megasatan aufmachen. Das nehmen wir diesmal noch mit. Füllen das auch direkt. So. Und gehen runter. So, jetzt versuchen wir Tempo aufzunehmen. Wir sind bei Ebene 7. Eigentlich ist das sogar noch. Ja, wenn man nicht nur drei Leben hätte, wäre das gut. Hier wäre ein Sacrifice Room. Schon eine Überlegung wert. Wir könnten in Rekordzeit sogar unterwegs sein. Magician, okay. Oh. Das ist natürlich ein Item, ne? Das ist natürlich auch mal eine Ansage. Wenn wir ein Damage abkriegen, gehe ich dafür. Für Rekord nicht. Rekord müsste ich noch schneller sein. So, Monstro. Gib was Cooles. 2020 ist halt das stärkste Item im Spiel, gefühlt. All Stats up. Okay, ist halt schon strong, ne? Und wir gehen dafür. Okay, wir gehen dafür. Wir versuchen es schnell zu lösen. Wenn nicht, dann werdet ihr die Folge nicht sehen. Aha. Okay, mal schauen. Es wäre schon. Habe ich da gerade eingesammelt? Reblast. Das hätte ich vielleicht noch vorher machen können. Mal gerne mit. Okay, erster Gegner. Ist auch nicht gerade der schönste Sacrifice Room. Von dem Aufbau her. So, das nehmen wir mit. Okay. Die Herzen machen es uns gerade wirklich relativ einfach sogar. Was wir jetzt machen werden, ist gleich hier nach einmal rausgehen. Ist okay. Den Schaden können wir sowieso nehmen, macht keinen Unterschied. Wir brauchen das, sonst gehört nicht zum Megasatan. Wir sammeln die Herzen hier außen ein. Wir gehen einmal zurück zum Shop. Lösen noch einmal. Also lösen das hier ein. Kriegen zwei Auflader. Nehmen das mit. Und gehen wieder. So, haben wir immer noch zwei weitere Herzen. Wir können jetzt erstmal die hier noch einsammeln. Und werden jetzt zu Megasatan vor die Tür gehauen. So entkommt man dem Basement Run. Ah, okay. Okay. I take what? Nee, lass das mal. Ah, wir können noch mal sowas hier nachgucken. Mal hier so ein bisschen. Oh, immerhin haben wir gleich Magician als Karte. Das wird schon ein enger Kampf. Ich glaube, Rekordzeit ist es nicht, aber das ist ein guter Basement Run. Also, normal dauert es halt um einiges länger. Also 10 Minuten länger. Und dann kriege ich dafür halt auch so gefühlt 10 Ebenen mehr. Oh nein. Okay, wir haben sowieso das eine Herz vorne noch.
Na gut, wir sollten es sein lassen. Ich glaube, viel werden wir hier nicht bekommen. Und dann legen wir los. Mega Satan. Let's go. 5er Attack Speed. So, mal schauen, ob wir das noch können hier. Range könnte uns gerade helfen. Oh, gibt das nochmal? Oh nein, das ist, glaube ich, die. Oh. Oh. Wir haben 12 Herzen plus 2 weitere im Charge. Das ist jetzt gerade schlecht. So kommen wir auch nicht ran. Wir haben immerhin die 2 Fliegen, die uns protecten. Okay, wir haben die erste Phase. Jetzt können wir die Gegnerwellen. Kein großer Fan der Gegnerwellen. Den schnell besiegen. Okay, der ist durch, das ist gut. Sind schon fast mit die nervigsten. Ich sagte fast, natürlich. Ja, Krieg. Weg mit Krieg. Oh, die Sensen brauchen wir nicht. Und die Sensen. Ah, oh, come on. Okay, wir müssen Krieg uns vom Leib halten. Oh! Ah, come on. Können das schon mal wieder aufladen? So, wo ist er? Wo ist dein Schlitten? So. Na gut. Oh nein, das war doof. So, wir müssen die nächste Phase triggern. Oh Gott. Okay, nächste Phase getriggert. Envy. Okay. Wir sehen natürlich jetzt die Todsünden und die Reiter. Allesamt. Oh. Ne. Da war nur einer. Oh, so ein kleiner Schädel. Verpasst. Ich habe es letztens mal aus Spaß gemacht, dieser Run. Das Problem war, da war ich halt um einiges overpowered in diesem Kampf. Kannst du aufhören, schon aktiv zu sein? Oh nein, die Todsünden. Gluteni. Oh, das ist nice. Noch ein bisschen Gier. So, perfekt. Okay, das geht noch. Das ist nicht schlimm. Ah, nicht zur Seite gekommen. Beide Hände kaputt. Sehr gut. Und das Gesicht wieder kaputt. Okay. Die beiden Engel. Ich habe keine Ahnung, ob der schräg oder gerade macht. So. Also ich kann euch auf jeden Fall mal so einen Basement Escape Run ans Herz legen. Ist natürlich sehr lagbasiert. Generell machen Basement Runs sehr viel Spaß. Durch Basement Escape kann man sie halt beenden, was wiederum sehr schön ist. Oh, komm schon, flieg nicht so nah. Danke. Und mir gefällt halt Basement Escape, weil man dadurch halt noch die Möglichkeit hat, das Ding nicht einfach so dastehen zu lassen. Und oh Gott, ich kann das nicht mehr. Gut, dass wir ja fast nicht langsam sind oder so. Diesmal nicht in deinen Strahl gekommen. Die eine Hand kaputt. Ist schon mal gut. Hans fehlt halt Schaden. Ja, ich habe ihn schon mal mit weniger Schaden geschafft. Aber uns fehlt trotzdem Schaden. Normalerweise gehe ich hier. Also kommt man hier so an mit irgendeiner coolen Item-Kombi und dann. Hallo! Und dann 10er Schaden oder sowas. Was ich da sagen muss, mit 2020 sind wir schon gut dabei. Sonst hätte ich es auch nicht riskiert. Weil nur mit 4 Schaden, also effektiv haben wir 8 Schaden. Oh Gott. Nein, 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 nein. Lass das. Oh ja. Okay. Also die besten Escape Runs kann man auch super schön gegeneinander machen. Macht super viel Spaß.
Indem man dann einfach zusammen startet, Eden Run, damit es noch lustiger wird. Und dann, so, und dann halt einfach, wer zuerst durchkommt. Dann ist es halt immer so die Frage, ah, gehe ich jetzt schon dafür und so weiter. Das ist mal sehr spaßig. Also da ist auch, glaube ich, mein Rekordzeit irgendwann mal rausgekommen. Aus einem Basement Race. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Unter 23 Minuten. Geilo. Ja, dann bedanke ich mich hier schon fürs Zuschauen. War ein ziemlich erfolgreicher Basement Escape. Ja, wenn ihr davon mehr gerne sehen würdet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da. Und wenn nicht, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, ist niemand Fall oder sowas. Braucht nicht disliken. Dass ich denke, die Kommentare sind dann ein bisschen angenehmer. Und ja, wenn ihr es nicht mögt, habt ihr sowieso nicht bis hierhin geguckt. Ne? Was laber ich hier eigentlich? Was bin ich eigentlich für ein Affe? Naja. Der Affe, der auf jeden Fall gewonnen hat. Der aus dem Basement entkommen ist. So oder so, danke ich euch fürs Zuschauen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio.